Nö, der ist glücklich. Warte mal. Mann, Abenteuertag 14 morgens. Ja, danke schön. Und auf Wiedersehen. Ein bisschen schon mal sein. Das ist Bühne frei. Bla 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 bla. Hier kann ich wahrscheinlich nur angeln, oder? Kann ich nichts machen, okay. FP tauschen. Mondschwert. Schwert mit heiliger Macht ist Mondstrahl. Ja. Wir angeln mal kurz. Haben wir auf dem Köder? Köder ändern. Okay. Käse? Auch nicht, ja, okay, dann genug angelt. Ja, da haben wir gerade nichts dabei. Okay. Ach, das bist du. Paolo. So eine Scheiße. Kürbisflasche halt, ne? Siehst du mal. Tierbande halten. Muss die ganze scheiß Dings noch abgehen. Die Brunnen haben ja nichts. Sind halt die Geizknochen. Ah, das ist eine Wassermühle. Halt Kommando zurück. Das ist die andere Wassermühle. Ah, bei mir dann. Ich glaube, da waren wir schon drin. Der andere weiß es, meine ich auch. Ah, kann man sich umschauen, ne? Das Abcheaten, ob hier was ist. Noch eine Kürbisflasche. Ihr rascht aus. Wie viel Wasser wir gerade finden, ey? Übel. Es ist halt die Fresse, Hahn, Alter. Ich verstehe meine Frau gerade, warum sie sagt, sie will keine Ahnung haben. I feel it. Ja, schön, dass du ein Fluss ist, da ist ein Brunnen, da ist alles. Wir sind auf die andere Seite rüber. Oh, rein mit dir. Alles fuchst mir gerade schon ein bisschen. Ah, da haben wir dann, glaube ich, schon alles, ne? Gut, dann gehen wir wieder zurück. Eingekauft, warmer. Kürbisflaschen können wir noch kurz verteilen. Gut, speichern wir geschwind und dann geht's weiter, die wilde Fahrt. Ab ins Wrack. Zu Tick, Trick und Track. Scheißdreckskraut. So einen Namen wohl anstellen können. Naja, schauen wir mal. Aber aktuell kommen wir eigentlich gerade ganz flotty vorwärts so langsam, ne? Mogli mal rauspacken. Aua! Blödes Viech! Komm her!
Na, auf dich zu wehren. Warum fliegst du dich nicht einfach? Kann es sein, dass du dumm bist? Seid ihr zwei Schweine? Oh la 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 la. Na komm doch. Aua! So unfair. Aua! Hör auf. Tut weh. Der ist langsam. Meine Fresse, du. Dann versuchst du so Gegner halt nicht geeignet. Da brauchen wir mit der Waffe. Brauchen wir. Hey, ich schlag mal zu. Oh, es tat schon weh. Haben mir den Bauch aufgeschlitzt. Bestes Wasser. So, Waffe. Reparieren erstmal. Was haben wir da eigentlich schon drin? Bearbeiten. Angriff, okay. Dann brauchen wir aber kurz. Mon ami. Ah, no. Wir bräuchten dich, Boogie. Für Le Petit Stein. Checks Laden. Yo, ist doch der, wo die Messer hat, ne? Wie ich das wirklich antun, meine Waffe? Ich weiß nicht. Gegenstände erstmal kurz. Mal kurz wieder was auf dem Futterbalken. Volle Energie, ja. More power, baby. Aua. Ja. Radieren. Okay, jetzt mal kurz mit. King. King of Hell. Gibt es sonst noch was? Hallo? Ja, da ist noch einer. Schade, er hat schon wieder aufgehört. Oh. Aber hier gibt es noch einen Atlaskugeln. Landen, wie auch immer. Lamp E. Okay, mal kurz schauen, wie die Dinger heißen. Anleitung. Diorama. Verliese. Eingang, Kampf, Charaktere. Nö, 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 nö. Okay, egal. Wer denkt, kann ich heißen, Schiff oder Kalt? Ah, da täuscht mich das nur. Sekunde, Anbau. Nee. Okay. Sind eigentlich Bücher drin? Geht es hier auch? Es ist ja toll. Eigentlich Bücher drin, wir können nichts mit anfangen. Nichts lesen. Kein Wissen daraus zieht oder so. Halt, falsche Seite. Ich hecke mal wieder eine große Kiste, ne? Ich wollte es erwähnt haben. Komm mal auf. Schild erhalten. Na. Brot erhalten. Um die Quickleiste natürlich. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr wie drei. Baum erhalten. Wieder einmal. Das ist ja eigentlich so Deko-Zeug. Das machen wir später irgendwann. Aber irgendetwas müssen wir dem Scheißviech von Dings noch geben. Bei dem kann man was geben. Die Frage ist echt nur, was. Kann also, wir müssen warten, bis der Affe wach ist. Voll aufs Maul. Gegeben. Was ist eigentlich heute hier los? So viele Kisten. Keine Mimik bis jetzt dabei.
Ups, komm mal das Maul zu. Ah, komm, bevor wir das Auto-Repair-Pulver verballern. Oh, komm doch her, einfach du Mistvieh. Hab ich aber gedacht, kann es sein, dass wir hier so viele tolle Kisten oder Kisten haben, wo kein Scam sind. Oh man, wäre zu schön gewesen. Sauberkristall, eh. War ja wieder klar. Wäre zu schön gewesen, aber. Boah, du Mistvieh, komm doch her. So. Wäre auch so schön gewesen, wenn wir von 4 Kisten 3 Anti-Scam-Kisten hätten. Ach. Dreams come true. I can see the sunshine. Hey Guni, was geht? Upsa. Jo, ich sehe es gerade. Kind fast kaputt sein. Kleber. Ludmilla, das sollst du machen, die blöde Fuddel. Nö, immer gleich hinter mir. Schon so mal überprüft, aber. So, Thema erledigt. Ich werde dafür jetzt auch keine Seife ausgeben. Muss ich jetzt mal Knaller dazu sagen. So, was haben wir denn? Mimik-Truhe? Nein, doch nicht. Eine Karte, schön. Aber wir haben da etwas Schönes. Da muss ich mal schauen, ob wir das wegkriegen. Aber dann dafür echt Seife opfern müssten. Fluch kann ich verstehen. Wie soll es weggehen, ne? Ist ja mein Fluch. Aber das wäre cool. Halt, da ist es. Nee, Kleber geht auch nicht weg. Das ist aber Scam, Alter. Ich habe erst Seife verkauft. Aber bei die 2 Stück soll Ludmilla kurz machen. Fertig. Warte mal, machen wir anders. Geht es Ludmilla ab. Und dann das andere Feed auf Dings machen. Mobli. Waffe bearbeiten. Ja, machen wir einmal Thunfisch rein. Ich glaube, da gar kein Thunfisch, oder? Doch, 21 sogar. Attribute hat aber nur Kälte. Könnte ein Problem sein. Das finde ich zu Kälte, finde ich es. Komm her! Hallo! Hallo! Komm her, ich will draufschlagen. Auf dein Gesicht. Noch einmal. Dankeschön. Kiste, 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 Kiste. Boah, Volltruffkörper. Bam. Seh nix. Der Scheiß im Dungeon hier. Komm her jetzt! Mann! Wow, voll an der Seite aufs Fressbrett. Blödes Viech. So. Heben wir noch ein bisschen auf, weil die kann ein bisschen was ab, die Waffe. Wir sind komplett wasten. Kleins zweite Runde? Ja, ich denke schon. Machen wir gleich 2 auf einmal. Hammer mehr davon. Dü. Dü, 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 dü. Sudele.
Hallo. Ja. In der Hoffnung, dass man Damned jetzt zur nächsten Ebene. Jetzt haben wir schon mal Fluchtpulver. Haben wir ja. Hast du mit dem bestimmten Charakter machen können. Ja, okay, Ludmilla habe ich jetzt keinen Stress mehr. Die randaliert hier. Fliegt man da ja nicht runter, Mädel. So. No! Scam-Ruhe. Oh, Reparaturpulver. Die gibt Reparaturpulver? Aus dem Maul. Und tot. Ja, jetzt müssen wir reparieren. Jetzt macht ihr kein zweites Mal mit. Warte mal. Müllstürmer. Wissen wir, wie viel die kriegt. Die hat gerade aktuell wie viel? 3. Kriegt auch nicht mehr wie die anderen, ne? 3 und jetzt 7. Shit. Das müssen wir dann echt in Low-Billow-Dungeons machen. Wo wir nicht so viel verballern müssen, sonst haben wir da Reparaturpulver raus, müssen wir kotzen. Komm her! Was will denn der jetzt? Ach, Weihwasser rückt der raus. Die haut halt Shot Damage raus in den Viecher. Mimikkiste. Oh, doch nicht. Was kriegen wir? Eine Zwille! Ein Kracherschuss. Ist das der Kracher oder ist der Lacher? Die kann was. Die will ich dann sogar eher mal bearbeiten. Was kann die? Eine ganz interessante Werte. Davon 60%. Was macht die andere? Die ist eine Geschwindigkeit. Besser. Nehmen wir die, bringen die auf Stufe 5. Hauen jetzt aber keine Materialien oder so rein, ne? Das lohnt sich nicht. War sie eigentlich nur dafür da, um Angriff und so weiter hochzuprügeln? Für mehr nicht. Weil die anderen Sachen da reinstecken, Steine und so weiter, das wird glaube ich früher gemacht, das lohnt sich ja gar nicht. Das ist total dumm außerdem. Junge, 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 Junge. Fucking MG kannst du ja gleich machen. Hör mal den Zuschlag. Bin tot. Opfer. Ha, geil. Also halt da was doch. Mädel. Nix da. Drücken wir die jetzt Wunden und Durst hier behandeln. Hä? Wo kam die Meldung jetzt her? Weil ich 4 gedrückt hatte. Ach so. Hä? Ausgang? Yes. Machen wir kurz das Dungeon hier noch durch. Weil finden wir ja noch eine große Kiste oder so. Aua, mir aufpasst. Weil ich gesehen hatte.
So eine Scheiße. Egal, wurde repariert. Stirb! Lass mal sagen, noch gefehlt. Kommt eh nirgends hin. Und da geht's Willet. Ist Teil. Die Projektion verbessern. Angriff. Geist und Fisch. Ist halt die Frage: Machen wir das mit Dara? Was man gerade reparieren wollte zur Info? Kracherschuss. Ich weiß halt nicht, ob die Spezialattribute kriegt. Also Spezialfähigkeit wie die andere Waffe stehlen kann. Schatztruhenschlüssel, dankeschön. Das ist nett. Nochmal Gegengift, aber so viel ist auch nicht. Wenn es so weitergeht, ist es Dans. Doch. Welche Feder? Transfeder, doch. Aha, Opfer. Wir machen es noch mal noch schneller. Machen wir noch da. Kann ich noch X spammen. Bin gerade drauf gepolt, dass da schon wieder eine. Oh, wow. Eine Mimikiste ist. Eine Mimikiste. Oh, jetzt war ein Schuss zu viel. So, das war's. Dann schon fertig. Dann würde ich aber rausgehen jetzt erstmal kurz und speichern. Das kann man dann schon nicht machen, oder? Nö. Wäre auch komisch. Weil der das Emulator sowas mal kackt. Hatte ich zwar jetzt noch nie, aber sicher. Da kann ich ganz schön scheiße nochmal machen. Hat Moan keinen Bock drauf. Gleich im Zug, nächste höhere Ebene. Das muss ein verdammt riesiges Schiff sein, ich weiß es erwähnt haben. Verlies kurzzeitig verlassen. Ist der Bass im Hintergrund. So, dann speichern. Warte, dann kann man gleich zu dem Mowgli gehen. Zu Maverick, wie der heißt. Ja, nö, servus, Ronaldo, na, oh, kannst du hören, was wird los hier? Warte mal. Kann ich mit dem Hallo sagen, was passiert dann? Hast du dieses komische Mondkugel gefunden? Ich werde sie suchen gehen. Okay, also nichts Wertvolles an Informationen. Ja, drei von jeder kann man dabei haben, das ist okay. Nö, jetzt verkaufen wir gerade nichts. Waffentechnisch irgendwas. Ich kann mir die Trash-Zwille verkaufen, weil die abzugraden lohnt sich nicht. Was kriegen wir für den Honey? Ja, komm, schmeiß weg. Die anderen Waffen muss ich immer noch schauen. So, dann raus mit uns. Da haben wir ja noch. Achso, Jacks Laden. Jack Sparrow. Warum nicht laufen? Faulheit for the win! Ich glaub, ich spit. Denn Faulheit for the win! Yeah! So, Spring the Brunne, Joker's Aushammer, Jacks Laden. Mach mal ins Ecke. So. Konfigurieren, bauen. Ja.
Okay, oh Gott, da weiß ich schon, wer ins Auto gehört. Ach du Scheiße. Checkst du, Jake? Weiß nicht. Dann check. Dann kommt das noch drauf. Dann kommt das noch hin. Ein bisschen Laden hätte ich gerne. Boing! Ausgebaut. Wenn der Waffen verkauft, ist halt schon geiler Shit. Anti-Flugarmonet, perfekt, können wir das verkaufen? Ich hoffe, der ist im Laden. Wäre sinnvoll. Klopf, klopf. Ja, wer bist du denn? Nicht von hier, was? Bei mir bist du richtig. Ich bin Jack. Ich habe einen Waffenladen. Zieh dich ruhig um. Hi. Du heißt also Boogie. Es war eine gute Idee, in Queens zuerst zu mir zu kommen. Aber verstanden hast du wohl keinen, wenn du mich besuchst. Musst du mir auch etwas mitbringen, Dummkopf. Das hier, das ist ja Sille. Ah ja, ich brauche den Lagerfeld auf die Pissnägel. Hast du den für die neue Stadt? Mal überlegen. Naja, wenn du das sagst, ich denke, es wäre gut, wenn ich nah am Wasser sein könnte. Du weißt ja, das brauchen wir alle irgendwie. Okay, wenn ich damit fertig bin. Warum glaubst du, dass ich das wissen könnte? Es ist deine Angelegenheit. Wie soll das Haus aussehen? Vergiss bitte die Markise und den Schornstein nicht. Das Einzelne ist nicht wichtig, wie du weißt. So, so. Nix hier, keine Kisten intern oder so für mich. Komm mal auch nicht hin. Gut, das ist der erste Laden, den wir jetzt fertig machen. Nah am Wasser. Jetzt. So, dann haben wir den ersten Laden fertig. Hallo. Ich hoffe, das reicht von der Nähe zum Wasser. Der steckt bestimmt im Rohr drin. Ne, nee, da kommt der her. Tot, umgebracht. Hey Boogie, danke, dass ihr meinen Laden wieder öffnet. Dank dir kann ich meinen Laden wieder öffnen. So, ich komm doch mal in Checks Laden vorbei, wenn du große oder kleine Waffen brauchst. Ach übrigens, ich hab nichts, was ich dir geben könnte. Erwarte besser nichts. Ja, da weiß ich schon, was dein Laden wieder verliert. Ab in die Kugel wieder mit dir. Kaufst du mir etwas oder nicht? Du bist ein Hurensohn. Ja, da war ich auch gegangen. Kann man da seitlich rein? Da ist eine Tür immerhin. Hallo, oh, die Perspektive. Die Kamera manchmal chronisch überfordert. Müssen wir nachfragen, ob dem das eigentlich genügt. Das heißt, wir reden hier gar nichts. Ach, das ist die Tür gewesen, okay. Nicht nochmal eine Kiste, Alter. Nee, vom Wasser. Küchenmesser, geringe Angriffskraft. Mehr ist hier ein Gradius, leichtes zweistelliges Schwert, recht hoher Angriffswert. Platinring, resistenter Armreif, ordentliche Zauberkraft. Können unser nächster Bekleider vielleicht Magie beherrschen? Könnte die sein? Wäre theoretisch möglich.